willkommen zu einem neuen LS22 Spotlight-Video. Heute geht's mal ums Geld. Und zwar einerseits darum, wie man sich auf dem PC und den Konsolen Geld cheaten kann. Und andererseits natürlich auch darum, wie man möglichst schnell spielerisch an Geld kommt. Da gibt's nämlich einige Mittel und Wege, dazu allerdings später mehr. Wie immer gilt, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und auch dieses Spotlight-Video wird wieder präsentiert von... Richtig, Nitrado, denn dort bekommt ihr eure LS22-Server für den PC, für die Xbox und auch für die PlayStation. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir starten erstmal damit, wie man sich auf dem PC Geld cheatet, denn da ist es somit am simpelsten und vor allen Dingen kann man sich da komplett frei sein Wunschbudget festlegen. Dazu müsst ihr erstmal das Spiel öffnen und dann ein neues Savegame anlegen. Wichtig dabei ist, dass ihr euch den Slot merkt, denn im LS22 gibt es ja insgesamt 20 Slots. Und für die Dateien später ist es wichtig, dass man da den richtigen auswählt, also entweder im Kopf behalten oder eben aufschreiben, welchen Slot man jetzt hier auswählt. Ich nehme den Slot 20, dann muss man hier alles einstellen, wie gewohnt, und dann einfach ins Spiel gehen und dann einmal das Spiel speichern. Das war's schon im Spiel selbst, dann muss das Spiel geschlossen werden und wir gehen in die Dateien. Und zwar in den Ordner Dokumente und dort auf den Ordner My Games, dann in den Ordner Farming Simulator 2022 und danach in den Ordner Savegame 20 in meinem Fall. Oder wenn ihr jetzt Savegame 1, 2 oder 14 oder was auch immer genommen habt, dann eben in diesen Ordner, je nachdem, was ihr da gerade erstellt habt im Spiel. Dann seht ihr da ganz viele XML-Dateien und irgendwelche anderen Dateien. Und jetzt würde ich das so machen, dass ich das mit dem Programm Notepad öffne. Das ist ein bisschen was für, ich sag mal, Fortgeschrittene, oder da ist das alles ein bisschen geordneter, die ganzen Codezeilen. Aber es geht auch mit dem Windows Editor. Das heißt, einfach öffnen mit einem Doppelklick und dann öffnet sich der Editor. Und dort interessiert uns nur die dritte Zeile, nämlich die Zeile mit dem Eintrag Money. Und ihr ahnt schon, was man da jetzt verändern kann, nämlich das Money. Da müsst ihr jetzt einfach euer Wunschbudget, in meinem Fall sind es jetzt einfach mal 10 Millionen, würde ich sagen, müsst ihr jetzt einfach da eintragen vor dem Punkt, also einfach die 10 Millionen da reinsetzen, dann einmal die Datei abspeichern und dann macht ihr euer Spiel wieder auf, geht auf euer Savegame, in meinem Fall jetzt das Savegame 20, wie gehabt, und dann sehen wir oben rechts, wir haben 10 Millionen auf dem Konto. Einfacher geht's kaum, ist eine Sache von 1 oder 2 Minuten und ja, damit habt ihr euer Spielstand verändert, habt euer Konto aufgebessert und das funktioniert natürlich nicht nur bei neuen Spielständen, sondern wenn ihr jetzt irgendwie schon länger gewirtschaftet habt und knapp bei Kasse seid, dann könnt ihr es auch bei bestehenden Spielständen ganz einfach ändern. Ist nicht unterschiedlich, ist total easy. Auf den Konsolen ist das schon alles ein bisschen komplizierter, denn man kann ja auf den Konsolen nicht einfach so in die Dateien gehen, sondern da muss man ein bisschen mehr machen und muss sich eines kleinen Tricks bedienen. Man muss nämlich erstmal in den Mod-Tab gehen und sich dort unter dem Reiter Gameplay das Regierungssubventionierungsschild runterladen. Also das ist eine Modifikation, die heißt einfach Regierungssubventionierung und das lädt man sich runter. Und dann erstellt man hier seinen neuen Spielstand oder nimmt einen bestehenden Spielstand und dann lässt man das Spiel erstmal laden und dann geht es los. Wir gehen in das Baumenü und dann sehen wir unter Produktion und dann passenderweise unter Generatoren zwei Schilder, und zwar Regierungssubventionierung und Gemeindezuschuss. Ihr seht, bei der Regierungssubventionierung gibt es insgesamt 350.000 Euro pro Stunde. Bei dem Gemeindezuschuss sind es nur in Anführungszeichen 350 Euro. Also je nachdem, wie viel ihr Geld haben wollt und wie schnell ihr Geld haben wollt, nehmt ihr eben das eine oder das andere Schild. Und das kann man sich dann hier einfach platzieren. Ich nehme jetzt mal das große Schild, zack. Und bei meinem Kontostand fällt das jetzt vermutlich kaum noch auf. Aber wenn wir jetzt eine komplette Stunde vorspulen, das mache ich jetzt mal schnell, also es wird vermutlich erst um 13 Uhr soweit sein, dann sollten wir 350.000 Euro auf dem Konto gut geschrieben bekommen. Und das kann man dann einfach so lange machen, bis man sein Wunschbudget hat. Also sagen wir mal, wir wollen 10 Millionen haben, dann müsst ihr einfach die entsprechende Stundenzahl da vorspulen. Und dann bekommt ihr das Geld gutgeschrieben. Das ist also auf den Konsolen ja so die einfachste Methode. Man kann auch noch einen Multiplayer-Spielstand lokal hosten und dann
sich da irgendwie die ganzen Multiplayer-Höfe erstellen und sich dann Geld hin und her überweisen und dann wieder das Ganze schließen und so. Das ist aber alles viel zu kompliziert. Warum so kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Deswegen, das ist so meines Erachtens der simpelste Weg. Einfach die Modifikation runterladen und da seht ihr, um 13 Uhr kommt die Kohle rein. So, das sind die zwei Methoden, um sich Geld sozusagen zu cheaten. Übrigens, wenn man jetzt keinen weiteren Bonus mehr haben will, dann kann man auch einfach wieder hier ins Baumenü gehen und das Schild hier abreißen. Zack. Und dann ist es wieder weg und man bekommt keine weitere Kohle. Das waren jetzt so die zwei Möglichkeiten, sich im Landwirtschaftssimulator Geld zu cheaten. Jetzt haben mich allerdings viele von euch gefragt, Ansgar, wie kann ich denn spielerisch möglichst schnell an Geld kommen? Da muss es doch irgendwelche Mittel und irgendwelche Wege geben. Und deswegen habe ich mir das Spiel mal angeschaut und viele von euch haben sich das Spiel auch angeschaut. Und es gibt tatsächlich einen Klassiker, es gibt eine neue Variante, mit der ich nicht gerechnet hätte. Und es gibt dann noch so eine Variante, die nicht viel Arbeit macht und, glaube ich, in der Masse auch lukrativ ist. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Der Klassiker, den seht ihr hier schon, das ging schon im LS19. Und jeder, der nicht wusste, wie man Geld verdienen kann, der hat sich einfach eine Presswickel-Kombi gekauft, hat dann hier irgendwie so eine Wiese gekauft und die Wiese dann bearbeitet. Fahren wir mal schnell hier so 2-3 Meter, zack. Und dann wird hier auf der Wiese, muss man dann einmal kurz mähen und das alles auf Schwarz legen. Und dann mit der Presswickel-Kombi rüberfahren und jetzt gleich werden wir sehen, der Ballen, der Silageballen wird dann abgelegt. Oh, jetzt schon mal ein bisschen weiterfahren. Na, hier wird er jetzt nicht abgelegt, muss ich manuell machen. Kann man aber auch einstellen, dass es automatisch geht. Ja, und damit habt ihr innerhalb von wenigen Sekunden Grassilage hergestellt. Geht also wesentlich schneller als bei einem Fahrsilo oder beim Keilsilo oder sowas, wenn ihr da also Gras reinwerft. Und wenn ihr das so macht, dann könnt ihr das entweder in der Biogasanlage verkaufen. Da habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wichtig ist da nur, dass ihr vorher hier mit R den Ballen aufschlitzt, also die Plane da abmacht. Sonst wird das von der Biogasanlage nicht verarbeitet. Ja. Und dann könnt ihr hier einfach eure zwei Ballen aufnehmen oder auch einen einzigen oder was und dann hier in die Biogasanlage reinwerfen. So, und das ist natürlich am lukrativsten, wenn das dann, wenn die Biogasanlage aktiviert ist, da sehen wir es hier nochmal, ne? Wenn die Biogasanlage aktiviert ist, dann wird das zu Biogas verarbeitet und dann gibt es um Mitternacht Geld. Jetzt werden viele von euch aber sagen, Ansgar, ich bin noch ganz am Anfang von dem Spiel, wie soll ich mir da eine Biogasanlage leisten? Ja, wahrer Punkt, deswegen gibt es auch noch eine weitere Version, die schauen wir uns hier unten mal an. Da habe ich schon einen Messer Ferguson vorbereitet und hier muss man jetzt auch nicht den Ballen aufschlitzen, sondern der Viehhändler, der ist auch immer sehr dankbar für Ballen und bezahlt das auch gut. Denn wenn man jetzt hier, also ich nehme jetzt hier natürlich nur einen einzelnen Ballen, aber wenn man jetzt hier mit einem Wagen voller Ballen anfährt, ah, ich glaube da vorne muss ich das abliefern, hier gibt es nur Tiere, dann kann man damit sehr schnell, sehr leicht, sehr viel Geld verdienen. Denn pro Ballen gibt es aktuell 598 Euro. Das schwankt natürlich immer so ein bisschen, aber es war schon im LS19 eine lukrative Sache und auch im LS22 ist es wieder sehr lukrativ. Also sagen wir mal von der Wiese, von der Kleinen da oben, kriegt man, weiß ich nicht, so 20 Ballen oder sowas raus, könnt ihr euch ausrechnen, gibt es insgesamt mehr als 10.000 Euro dafür und das mit relativ wenig Arbeit in relativ kurzer Zeit. Das ist Option Nummer 1. Jetzt gibt es allerdings noch eine kleine Überraschung, denn Option Nummer 2, mit der hätte ich selbst nicht gerechnet. Wir gehen mal schnell in den Hühnerstall, denn da ist ein bisschen was zu beachten. Wenn man nämlich Hühner hält, dann kann man auch sehr schnell sehr reich werden. Steinreich oder eierreich. Und zwar muss man sich die teuren Hühner hier kaufen. Die günstigen, die geben erstmal noch keine Eier, deswegen fallen die erstmal raus. Aber selbst wenn man sich die teuren hier kauft und davon 360 kauft, ist das noch relativ wenig Geld. Der Hühnerstall, der kostet natürlich auch ein bisschen Geld, ne? Also gucken wir mal schnell, was der Hühnerstall hier kostet. 79.000 plus dann Hühner sind wir vielleicht so bei roundabout 80 bzw. 90 oder 100.000 oder sowas. Ist aber jetzt auch nicht viel mehr Geld, als wenn man sich so eine Presswickel-Kombi kauft. Und dann lässt man die Hühner jetzt einfach mal so einen Tag lang Eier produzieren. Und man kann natürlich auch mehrere Ställe
platzieren, das ist kein Problem. Und wenn die dann einen Tag gut versorgt wurden, wenn man da Weizen reingeschmissen hat, wie das alles funktioniert, seht ihr nochmal in dem Tier-Tutorial. Und wenn man die gut versorgt hat, dann produzieren die einfach Eier. Und zwar ungefähr 2,5 Paletten, ein bisschen mehr. Ihr seht es hier, also das ist jetzt bei mir in 24 Stunden zusammengekommen. Das sind, ja, etwas mehr als 2,5 Paletten. Und die bringen, schauen wir mal schnell. Ja, die bringen nämlich insgesamt, sieht man, wie hier bei dem Shop verkauft wird. So, da haben wir es. 11.552 Euro ein. Wie gesagt, das sind jetzt nur die Einnahmen aus 24 Stunden. Man hat natürlich auch ein bisschen Ausgaben wegen des Getreides, aber das lohnt sich immer noch sehr stark. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, zwei Ställe hat, dann kann man sich ja schon ausrechnen, dass das sehr schnell sehr viel Geld gibt. Auch das ist also eine gute Methode, gerade für den Anfang. Auch wenn man jetzt Hühner nicht so gerne mag, man kann damit gutes Geld verdienen. So, dann fahren wir den hier nochmal ein paar Meter weiter weg und gucken uns die dritte Methode an. Die ist jetzt ehrlicherweise nicht ganz so lukrativ. Wenn man das allerdings so betreibt, wie ich das hier betreibe, dann ist es doch gar keine schlechte Sache und es gibt einen entscheidenden Vorteil. Ihr seht, das sind nämlich die Gewächshäuser. Die kann man ja hier unter Produktion und dann Gewächshäuser platzieren. Und ich habe jetzt die größten ausgewählt, weil da einfach das meiste rauskommt. Die muss man im LS22 nicht mehr mit Mist, sondern einfach nur mit Wasser. Das reicht schon, versorgen. Da fährt man hier also einfach an so ein Gewächshaus dran. Wir machen das mal ganz oben, weil da habe ich noch kein Wasser hingebracht. So. Dip, 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 dip. Und dann können wir dort das Wasser einfach abladen. Und dann seht ihr, erscheinen da auch schon die ersten Salatköpfe, weil ich überall bei allen Gewächshäusern Salat aktiviert habe. So. Und die Produktion ist aktiviert. Und jetzt arbeiten eben auch alle Gewächshäuser. Und wenn man sich noch so ein bisschen Arbeit machen möchte, beziehungsweise den maximalen Ertrag hat, dann geht man hier rein bei jedem Gewächshaus. Oder man kann es auch über das Produktionsmenü machen. Und dann sieht man hier, also ich habe jetzt nur Salat ausgewählt. Man könnte auch noch Tomaten nehmen. Ich glaube, Erdbeeren lohnen sich kaum. Aber Salat geht auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe jetzt hier behalten ausgewählt. Man könnte aber natürlich auch direkt verkaufen nehmen. Und wenn man das nimmt, dann muss man hier nicht mal mehr die Salatpaletten abtransportieren, sondern das passiert dann alles vollautomatisch. Dann kann man einfach laufen lassen. Und dann spult man einfach ein bisschen vor. Ja, und dann kriegt man die entsprechenden Erträge. Ihr seht hier im Verkaufsmenü. Gucken wir mal schnell. Wollen wir hier unseren Salat? Hier. Da sieht man, 2.881 Euro gibt's und bei 5 oder 10 Gewächshäusern kann man sich ausrechnen, ist das sehr schnell ein sehr lohnendes Geschäft mit sehr wenig Aufwand. Ich weiß, viele von euch wollen das gar nicht ausprobieren und viele von euch wollen vermutlich auf ganz traditionelle Art und Weise mit Getreide oder mit Mais oder was auch immer Geld verdienen. Das ist auch alles total in Ordnung, aber es gibt ja auch diejenigen, die schnell durchstarten wollen und die schnell sehr lukrative Geschichten machen wollen und für die ist dieses Video heute gewesen. Das soll soweit allerdings auch schon wieder von diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch Server für den LS22 braucht, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr sagt, ich habe noch eine andere Möglichkeit gefunden, dann haut das gerne in die Kommentare, vielleicht kennt ihr ja noch einen guten Tipp, wie man ebenfalls gut und schnell Geld verdienen kann, ohne großen Aufwand, dann haut das wie gesagt gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.